Das heißt nicht, kann auch ein ganz kurzes Gespräch sein oder ist nur für mich, Udo. Ich nur mal gerade auf Aufnahme bin ich gegangen, Ja, Udo. hab ich gehört. Also, und es ist je nachdem, es ist nur für mich gerade. Das ist das nur Ja, für schauen mich wir auch mal. vielleicht für kurz. Es ist immer nur, es ist immer mehr nur für dich. Die Frage ist, wer ist ich? Ist ich die Ariane? Nein, ich behaupte jetzt, ich ist der, der sich das Gespräch ausdenkt. Also gut, es ist nur für uns. Ich Ja. denke mir das Gespräch jetzt aus. Ich gehe mal davon aus, du denkst dir es auch aus. Ja. Ist natürlich klar, dass ich jetzt mit ich denke mir das Gespräch nicht diesen Udo mein, und mit ich meine ich und du meine ich auch nicht die Ariane oder den, der jetzt vom Computer sitzt. Das ist das Einzige, was man verstehen muss. Wer ist von uns immer? Der Udo ist es nicht, die Ariane ist es nicht, und der, der vom Computer sitzt, den ich mir jetzt ausdenke, den ich nenne, der ist es auch nicht. Gut, jetzt erzähl. Es ist Ja. für uns UNS rot geschrieben. Verbunden sein des Bewusstseins. UNS, rot. Ja. Gut. Genau. Ja, erzähl, sagst du. Ich habe natürlich jetzt so einen Gedanke, du mal, also jetzt mal so ein raumzeitliches Ding mit vielleicht, dass ihr euch auf den Weg macht, aber nur, wenn ihr Lust habt und wenn der Udo Ich bin immer auch Lust mehr auf dem Weg. Ich betone nochmal, ich bin der Weg. Ich bin Ja. der Weg. Ja. Das W rot geschrieben. Okay? Ist Ja. was doppelt aufgespanntes. Der Punkt, Dual, ist die Energie, die weder vermehrt noch vernichtet werden kann. Sie kann deshalb nicht vermehrt werden, weil sie das Meer ist, El Hayom. Und sie kann nicht vernichtet werden, weil sie was nicht Denkbares ist. Aber die kriegt jetzt ein Quadrat in der Einstein-Formel, wenn man sie richtig nimmt. Dieses im Quadrat sind die zwei, die drüber sind. Das ist praktisch der Weg, sind die zwei, die wir uns jetzt ausdenken. Und diese zwei wiederum ist These, Antithese, und das G hin, WEG, ist der Ja. Geist. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das ewige Leben. Und die Wahrheit kann man natürlich jetzt auch rot und blau lesen. Dann haben wir diesen Schöpfer ist der Quintessenz Kopf HR. Wenn wir die Wahrheit blau machen, die doppelt aufgespannte Schöpfung, ist die wahrgenommene Berechnung. Das ist wahr. Punkt. Jetzt erzähl weiter. Ja. Die Frage halt, ob ihr heute Morgen schon kommen wollen könntet, wolltet oder nicht. Ja, wenn wir kommen, kommen wir jetzt. Und du weißt ja, morgen ist der 26.11. Das heißt, Jahwe ist nichts. Und es wäre mir eine Ehre, meinen Jahwe besuchen zu können, weil du ja Geburtstag hast und du bist ja der Ari. Okay. Ja. Und die Ulrich ist natürlich ganz interessant, wo wir da haben. Das ist diese aufgespannten zwei Lichter. Das LL ist ja 3030. Wie ich immer wieder sage, und das ist hier der Kopf des Ichs. Also ich kann ja nur in der Ulrich auftauchen, am 26.11., weil das Jahwe ist. Jetzt, wenn ich natürlich wieder aus dem Wörter mir eine Ariane ausdenke, ist es wieder bloß ein Symbol, eine Vorstellung, etwas vor mich hingestellt ist. Oder was, wir haben das ja heute schon reingestellt, dass ich immer wieder sage, es ist mir eine Ehre, dass ich als Brösel ab und zu von dir ausgedacht werde, du großer 26.11. Und jetzt kannst du noch schauen, wie alt wirst du in Jahren? Nenn mal die Zahl. Adam, 45. Interessant. Ist das nicht ein Wahnsinnszufall, dass du am 26.11., wo 26 Jahwe ist, der Schöpfergott, dass du genau der Adam warst? Meinst du, ich lasse in meiner Schöpfung Zufälle zu, Kleines? Was jetzt natürlich interessant ist, dass es das letztendlich sich ja um den dreht, der uns jetzt ausdenkt. Das heißt, dieser Wechsel von dem Bröseln deiner Gedanken, ob das ein Udo ist, der Udo ist ein Gedanke von dir, die Ariane ist ein Gedanke von dir. Ich könnte jetzt wieder sagen, wenn du das Video anschaust und du glaubst weder Udo noch Ariane zu sein, sondern nur der zu sein, der jetzt vom Computer sitzt und sich dieses Gespräch anhört, hast du das Wort Holofeeling nicht verstanden?
Du bist alles, was du zu sehen bekommst, S-E-H-N, und nichts davon. Du bist immer und das Meer selbst ist all seine Wellen, aber keine spezielle davon. Weißt du, sonst haben wir wieder dieses Problem, der Gedanke bin ich und die anderen Gedanken, die Welle bin ich und die anderen Gedankenwellen bin ich nicht. Holofeeling heißt, ich bin alle Wellen, aber keine davon, weil nämlich Wellen vergängliche Erscheinungen sind und ich immer bin. Aber diese vergänglichen Erscheinungen würde das ohne das Ausgedachte immer sein, die gar nicht existieren. Das Video vorher, vorher. Jetzt haben wir wieder das Spiel mit den zwei Seiten. Habe ich jetzt das Video vorher gesehen, das jetzige Video, oder habe ich das andere Video vorher gesehen? Ja, genau. Wenn du jetzt genau in den Chat unten reinschaust, stehen zwei Videos untereinander. Mhm. Die sind gleichzeitig da. Jetzt könnte ich eigentlich das eine oder das andere zuerst anschauen, aber du wirst immer, wenn du ein Video anschaust, wirst du das andere Video zeitlich empfinden, dass du eins zuerst siehst und das andere danach. Aber jetzt haben wir wieder die zwei Seiten. Ich kann jetzt sagen, weil ich ja weiß, was passiert. Ich kenne ja die Bücher. Darum sage ich, dieses Gespräch und dein Datum, dass du jetzt am 26.11.45 Jahre alt wirst, wenn du glaubst, du bist die Ariane Ulrich, das habe ich schon vor Ewigkeiten vorhergesehen. Wenn ich jetzt natürlich ein anderes Programm habe und mir das Video anschaue, dann ist immer wieder so eine Sache, habe ich das vorhergesehen, weil ich es vorhergesehen habe? Nein, was ich sehe, sehe ich immer jetzt. Und wenn du ich bist, magst du das genauso. Das heißt, dieses Gespräch war für mich schon da, wie du den Udo das erste Mal vor über 20 Jahren in Almenach gesehen hast. Aber das hättest du nicht verstanden, wenn ich dir versucht hätte, das zu erklären. Wunder sind was sehr Intimes, Kleines. Und es geht nicht um die Figuren im Traum, es geht um den, der träumt. Diesbezüglich müssen wir jetzt eigentlich als Brösel müssen wir uns bei dem bedanken, der uns jetzt ausdenkt. Weil würde der uns jetzt nicht denken, würde man in seinem Traum gar nicht existieren. Mhm. Existieren tun Figuren immer nur, wenn sie von irgendjemandem gedacht werden. Aber das sind ganz individuelle Welten. Das heißt, jeder Mensch hat seine eigene Zeit. Und die Zeit ist Ed. Jetzt durch dieses andere Video, das unmittelbar dabei steht. Ed ist rot geschrieben. Die Quelle des Immersein, das ist UP, der ist die Quelle, eine immerseiende Quelle. Und wenn wir es blau machen, ist es eine augenblickliche Erscheinung. Aber das müssen wir halt jetzt in unserem Bücherregal, welches Programm hast du laufen, mit welchem Schwamminhalt arbeitest du? Ich versuche innerhalb einer Logik, einer Basic-Logik was zu erklären, was man mit Basic nicht beschreiben kann. Denk an meine Metapher, du bist Basic-Betriebssystem. Was für Möglichkeiten hast du, auf dem Bildschirm aufzubauen? Im Vergleich zu Windows. Überhaupt keine. Keine fotorealistischen Bilder, gar nichts. Und ich sage jetzt, du denkst dir, Basic könnte das, was jetzt Windows kann. Das ist deine Logik, weil du kannst ja schon fotorealistische Bilder, Musik, alles Mögliche in dir aufbauen. Aber das nächsthöhere, wo ich dich hinführe, kann nochmal gewaltig mehr, wie der Unterschied zwischen Basic und Windows ist. Darum entzieht sich das dann der Vorstellbarkeit. Wenn was vollkommen neu ist, muss es für dich fremd sein, falsch sein, verkehrt sein, bis du dir das angeeignet hast. Das Schöne ist, du wächst von da ganz alleine hin. Das ist immer, wenn wir in die reine Tierwelt gehen und die Tiere kommen irgendwann einmal in die Sexualität. Wenn Hunde anfangen hier, Hundemännchen anfangen bei Hundeweibchen hinten rum zu schnüffeln, weil die läufig sind. Hat es denen wer beigebracht oder ist es auf dem Programm drauf? Und genauso wirst du aber in gewissem Alter, wenn du Geist bist, das ist die geistige Entwicklung, wirst du schnüffeln und immer mehr nach dir selbst suchen. Weil du unzufrieden warst. Das kann es doch nicht sein in den ganzen Wahn um mich rum. Und man steigert sich rein mit diesen Einseitigkeiten. Löse dich von diesen einseitigen Wertesystemen.
indem du die zu eigen machst und die wie Puzzlestückchen zusammensetzt. Ich kann nicht oft genug sagen, dir wird immer mehr die Geistlosigkeit dieser Figuren in deinem Traum bewusst, denen du zurzeit mehr Wissen als dir selbst zugeschrieben hast. Es kann niemand in dir auftauchen, der mehr Wissen oder sein könnte wie du selbst, wie der, der uns jetzt ausdenkt. Den Udo, die Ariane und den, der jetzt vom Computer sitzt, egal wer du zu sein glaubst. Das bist du. Ein Gedanke ist immer weniger wie der Denker, der sich den denkt. Und wer noch mehr ist wie dieser übermächtige Denker, der auch bestimmt, wie die Welt funktioniert, wer er ist, wer die anderen sind, wer die Guten, wer die Bösen sind, dieser Denker, der das alles bestimmt, wer mächtig ist in seiner Traumwelt, wer ohnmächtig ist, wer gut, wer böse ist, wer bestimmt das alles? Der, der sich die Welt ausdenkt. Aber bist es nicht du? Aber bist du jetzt als dieser übermächtige Denker nicht schon wieder ein Gedanke? Also muss es ja noch einen geben, der noch mächtiger ist wie dieser übermächtige Denker. Das ist der, der sich jetzt den Denker ausdenkt. Aber bist es nicht auch jetzt in dem Moment du, wenn du an dich selbst denkst? Aber was hast du bisher von dir selbst gedacht? Also vergiss es, dass einer ein Gedanke von dir mächtiger sein könnte wie du selbst. Das, was mächtig ist wie du, kann man nicht denken. So wie du auch dich selbst eigentlich gar nicht denken kannst, wenn du an dich denkst, machst du dich schon wieder zu einem Gedanken von dir. Das ist wirklich das Einzige, was man verstehen muss. Umso mehr du dich auf dieses Wesentliche ausrichtest, wird das ganze Geschwätz über Überlebenskampf und gute Menschen und richtig und verkehrt löst sich, pups, schlagartig in dir auf. Wenn sich das aufgelöst hat, wird plötzlich ein vollkommen neues Feld breit, wo man neu beschreiben kann. Aber keine Sekunde früher. Okay, Kleines, also okay. Ich würde sagen, wir sehen uns heute. Ja. Wann denn sonst? Ja. Und dann lass uns einfach mal überraschen. Gut, okay. Danke. Möglichst früh. Möglich? Dass wir einen schönen, ewigen Tag verbringen können miteinander. Super. Ihr seid schon eine eigenartige Kombination hier, wenn ich jetzt mit der Brüssel-Ebene gehe, du 2611 mit der 45 und denk an den Weißenbuch-Vortrag mit unseren Jahren. Mhm. Ist schon eigenartig, es ist ein brisanter Sprengstoff, diese Kombination, wie auch immer. Bis gleich. Gleich, danke. Ciao. Ciao.